Der Moment ist endlich gekommen. Wir können das Transit-Tube-System jetzt eigentlich eröffnen. Dazu habe ich ja schon so eine Tür eingebaut. Das heißt, wir stellen einfach auf Lock. Ich muss die Priorität noch hochstellen, weil dann muss das erst noch ein Duplikant kommen und das wieder umstellen. Aber dann sollten die eigentlich dieses... Ja, nee, sie machen es jetzt schon. Okay, nee, sie machen es jetzt schon. Alles klar, dann können wir es vielleicht sogar auf Auto lassen. Ich weiß es nicht. Wobei, hier geht einer hoch. Aber der geht nur dahin. Wir locken es mal vielleicht zur Sicherheit. Dann können sie wieder anlocken, wenn es irgendwie Probleme gibt. Ich habe auch mal so ein bisschen aufgebaut, dass sie noch mehr Sleet-Weed sammeln können. Ich glaube, das ist auch ganz praktisch. Sehr schön. Jawohl, hier wird umgestellt und jetzt kommt da niemand mehr durch. Das heißt, wenn die jetzt nach oben und unten wollen, müssen sie das Transit-Tube-System verwenden. Sehr schick. Okay, das heißt, jetzt können wir eigentlich auch oben weitermachen mit dem Bau. Das heißt, eine der ersten Dinge ist, ich lasse die hier wieder durch. Wenn die wollen, können die da jetzt also wieder raus. Und wir haben hier ein weiteres Problem und zwar, es wurde zu warm für die Resort. Ja, die ist hier so sehr inaktiv zum Teil. Das ist natürlich sehr unschön. Ja, und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das am besten fixen wollen. Denn jetzt wird natürlich das hier immer wärmer. Diese Batterien hier. Noch geht's, aber die sind natürlich auch irgendwann fertig. Also, ja. Wie kriegen wir das am besten? Wir können halt jetzt auch nicht einfach eine neue Resort reinbauen. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, weil es ja jetzt schon so warm ist. Also, so richtig eine Idee habe ich nicht. Wie wir das ja lösen können. Außer vielleicht die Batterien später hier nach unten zu packen, wo es kühler ist, auch wegen dem Eisbiom. Und dass wir es halt dadurch dann betreiben. Also das ist vermutlich die Primärlösung, die ich anstreben werde. Das heißt, wir bauen hier dieses eine Teil hin und dann kann ich schauen, das kann ich mir jetzt wahrscheinlich noch nicht bauen, dass ich zumindest eine Batterie hier nach unten setze. Kann dann ruhig auch aus... Doch, es geht schon, gut. Kann ruhig auch aus Kupfer sein, sodass wir hier dann doch nochmal ein bisschen... Energiepuffer haben. Jawohl. Ansonsten, hier wird es langsam kühler. Dauert aber noch ein bisschen. Ja, so viel kühler wird es auch noch nicht. 35 Grad haben wir unten. Das geht eigentlich schon. Wir könnten eigentlich auch schon mal hier die Pipe bauen. Noch nicht anschließen, aber halt zumindest schon mal bauen. So. Ui. Das ist ja witzig. Gut. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen, schon mal die Bristle Blossoms hier zu bauen, oder? Die gehen ja nicht, also die gehen ja nicht kaputt, wenn die angebaut sind, die wachsen nur nicht. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Das heißt, ich mache hier mal Copy Settings. Wo haben wir das denn? Gibt es das noch? Hä, gibt es das nicht mehr? Hm. Jetzt muss man es, glaube ich, immer hier rüber machen. Es gab es doch früher unten in der Leiste. Jetzt haben sie wahrscheinlich rausgemacht. Jetzt habe ich die falschen Settings kopiert. Muss natürlich die hier kopieren. Und halt nur bei denen, wo es geht, ne? Das heißt, hier, hier, da haben wir es schon und hier. So, das ist schon eine recht große Farm, also. Das wird, glaube ich, schon ganz gut laufen dann. Und uns genug Zeug produzieren. Ich hoffe, dass nicht zu viel Wasser verbrauchen wird, aber gut, wir werden sehen. So, dann können wir da unten eigentlich auch einmal sweepen. Damit es hier ein bisschen sauberer wird. Das mache ich jetzt in letzter Zeit häufiger. Dass die mal ein bisschen aufräumen, weil doch viel, ziemlich viel Müll rumliegt überall. Und da kann man dann eigentlich mal ein bisschen was gegen machen, indem man hier sweept. Da unten zum Beispiel auch. Huch, nicht mobben, sweepen bitte. Einfach mal hier ein bisschen aufräumen, ne? So. Und jetzt, zack. Fliegen die hier durch. Das geht auch sehr schnell, wie man sieht. Das Chatpack haben sie so lange aus. Alles klar. Okay, die Kurven machen es langsam tatsächlich. Das wusste ich nicht. Das wäre also durchaus geschickt, hier eine längere
Röhre zu bauen, die eigentlich nur gerade hoch geht, mit möglichst wenig Kurven, aber gut. Es sollte auf jeden Fall schon deutlich schneller sein und vor allem auch weniger CO2 verbrauchen. Also sehr, sehr praktisch. Dann können wir uns langsam eigentlich Gedanken darüber machen, wie wir hier ja, das Ganze bauen wollen. Ich möchte hier gerne dieses Vakuum noch mitnehmen. Das heißt, wir bauen vermutlich einfach hier oben weiter. Vielleicht sogar nochmal eins hier ran. Dass wir dann hier deconstructen. Dann könnten wir hier einfach auch nochmal so drei von diesen Bunker-Doors oder so bauen. Dann müssen wir mit Stahl nach unten. Das wird viel Stahl fressen, leider. Aber dann können wir hier eine Rakete reinbauen. Beziehungsweise ich glaube, zwei Bunker-Doors reichen für eine Rakete. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir können mal schauen. Ja, die ist nicht so riesig. Also zwei sollten schon reichen, ja. Wobei wir es da nicht ganz mittig... Können wir es überhaupt mittig platzieren? Wie breit ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Eine 5er Breite. Okay, das können wir überhaupt nicht gut platzieren. Na gut. Wir müssen eh schauen mit den Gauntrees, dass die auch passen. Also das machen wir dann alles, wenn wir erstmal hier oben wieder ein bisschen für Sicherheit gesorgt haben. Wir haben einen neuen Duplikant an Bord. Jawohl, der Liam ist jetzt mit im Team. Und der hat einen hohen Learning-Skill. Das heißt, er dürfte, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, die ganzen Jobs und so weiter schneller lernen. Und ich glaube sogar schneller hier hochleveln. Das heißt, er dürfte relativ schnell eigentlich hier mit uns mithalten können. Zumindest meine Hoffnung. Und ja, generell habe ich so das Gefühl, es wird alles langsam ziemlich träge hier mit dem Bau und so weiter. Wir haben eigentlich genug Sauerstoff und genug Essen, dass wir hier einen neuen Duplikant anschaffen können. Vielleicht sogar bald noch einen, je nachdem, wenn wir hier den nächsten finden und da wieder ein guter dabei ist, dann werden wir vielleicht noch einen holen. Weil wir dann, glaube ich, wieder ein weiteres Bett brauchen, weil jetzt sind alle Betten voll. Aber an sich, ja, glaube ich, ist es in der Tat an der Zeit, hier einen neuen Duplikant reinzulassen. Und das ist doch schon mal ziemlich schön. Jawohl. Und ich hoffe, dass es dadurch eben entsprechend auch ein bisschen schneller vorangehend geht, dann mit dem Bau und so weiter. Hier die Temperaturen, ja, ist immer noch deutlich zu hoch eigentlich. Die ist jetzt bei 38. Hier die Temperatur direkt drumherum ist zwar niedriger, aber ich glaube, das reicht nicht. Also es kann sogar sein, dass das Wasser ist, glaube ich, das Ausschlaggebendste eigentlich für die Temperatur. Das heißt, wir müssen eigentlich sogar das Wasser vorkühlen. Aber das mache ich dann, glaube ich, nicht mehr diese Woche. Das machen wir dann mal anders. Erstmal versuche ich noch hier ganz normal mit V-Spots runterzukühlen und hoffe, dass der Effekt groß genug ist. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, das ist auf jeden Fall noch deutlich zu hoch alles. So, ich habe ja immer noch was anderes gebaut. Und zwar hatten wir hier immer irgendwie Überdruck. Und dementsprechend, ja, verhindern wir das hiermit. Nur bin ich gerade am Überlegen, ob es nicht einfach eine bessere Option dafür gibt. Ja, wobei, ich lasse es erstmal so. Weil wir könnten einfach auch eine Tür nehmen, die wir steuern. Und dann wird es auch funktionieren. Aber dann können wir nicht so filtern wie hier. So brauchst du ein bisschen mehr Energie, aber ist nicht so schlimm. Naja, weil die Slicks da sind nicht schnell genug und wir haben überall poppt Eardrums, weil der Druck zu hoch ist für die Duplikants. Deshalb möchte ich hier ein bisschen, ja, Zeug entfernen. Und es klappt auch ganz gut, wenn man es einfach ins Vakuum rausdammt. Es ist nicht so ganz toll, weil wir theoretisch, wir könnten es ja in Öl zurückverwandeln, aber wie gesagt, wir brauchen dafür erstmal richtig viele Slicks und wir haben aktuell nicht so viele. Ich bin gerade ein bisschen dabei, da auszubauen, dass man vielleicht auch ein bisschen da unten sieht. Ich baue hier eine neue Farm und hoffe, dass wir dementsprechend dann noch mehr Slicks erhalten können und hoffentlich auch mehr Öl dann bekommen und mehr CO2 verbrauchen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil noch steigt das CO2 eher. Deshalb, ja, eben erstmal die temporäre Lösung da oben. Ich würde sagen, wir nehmen auch mal Lindsay in unser Team auf. Ist zwar Pazifist und hat Stärke, was ich immer so ein bisschen witzig finde, aber sie kann vielleicht so ein bisschen auch Goofer oder sowas machen oder von mir aus auch operaten. Beziehungsweise sie hat ja auch Digging plus 3, also wir können die auch durchaus ein bisschen diggen lassen. Ich glaube, das würde ich sogar hier am Anfang machen. Dass wir der als Job einfach hier Digging geben. Moment mal, das können wir auch hier machen. Wo ist es denn?
Hier, hier. So, die ging. Perfekt. Und dann passt es soweit. Hier zum Beispiel muss noch gedickt werden. Ist noch lange nicht fertig gedickt, das Ganze. Aber wir können trotzdem eigentlich schon mal ein bisschen anfangen, weil es sollte eigentlich schon als Stable gelten. Jawohl. Das heißt, ja, so eine komische Brutstation, ein Inkubator, möchte ich da auch noch reinbauen. Den haben wir hier. Aus Gold natürlich. So, der Vulkan läuft mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder. So, gut. Und dann, oh, was haben wir denn hier für einen Wassereinbruch, bitteschön. Hoho, wo kam denn das jetzt alles her? Ah, vielleicht von hier oben. Ich habe hier nämlich aufgebuddelt, damit wir hier wieder ordentlich Wasser haben. Nur, ich glaube, das war ein bisschen arg ordentlich. Naja, egal. Das stört ja sicher nicht. So, jawohl, dann sind die hier alle eigentlich soweit beschäftigt. Wie sieht's hier mit den Jobs aus? Der Liam, okay, der ist noch ein bisschen, der kann halt gerade nichts forschen, deswegen dauert das immer ziemlich lang. So, ich ändere mal hier das Layout von diesem Geysir. Bisher hatten wir das ja sehr relativ temporär, eigentlich nur mal eine Pumpe reingehauen und fertig ist. Aber jetzt möchte ich das hier ein bisschen professioneller bauen, dass hier einerseits kein Überdruck mehr herrschen kann oder sollte zumindest. Und ja, damit halt hier alles etwas besser funktioniert. Und ich plane hier auch gleich eine Art Liquid Lock ein. Auch das ist, denke ich, ganz interessant. Und dazu brauchen wir einen Hydrosensor, den wir hier hinsetzen. Und entsprechend verbinden wir das mit einer Wire an diese Pumpe. Dann das Pumprohr, das können wir eigentlich direkt wieder raus verbinden, ganz normal. Da haben wir eigentlich nichts Spannendes, so. Gut, dann müssen wir halt schauen, dass hier das Level nicht zu hoch wird. Ist die Frage, ob wir stattdessen noch, oder wenn das Level zu hoch wird, ob wir dann irgendeine Steuerung reinmachen, die dann das verhindert, falls diese Pumpe nicht funktionieren würde. Also sowas könnte man schon machen. Die Frage ist, ob es halt wirklich nötig ist. Das kann ich nicht sagen. Aber man könnte es machen. Komm, wir testen es einfach mal. Ich habe da gerade eine gute Idee. Und zwar bauen wir dann hier einfach einen weiteren Sensor. Ja, das sollte funktionieren. Wir bauen dort einen weiteren Sensor, einen Hydrosensor ebenfalls. Hier oben hin. Und bauen dann dorthin noch ein Mechanized Airlock. Aus, ja, Kupfer. Ist eigentlich egal, aus was. So, gut. Hierhin. Dann wird das nämlich hier verbunden. Gut, ich glaube, das breche ich kurz nochmal ab. Das drehe ich dann nämlich lieber nochmal, dass es auch wirklich perfekt aussieht. Huch. Okay, Moment. Das wollte ich nicht. Auf die falsche Taste gekommen. So. Ah, ne, wir können es leider nicht richtig drehen. Na gut, schade. Dann müssen wir halt die Wire 1 länger machen. Ist auch kein Problem. So. Sodass wir dann hier drin theoretisch einen Überdruck irgendwann hätten. Vielleicht. Eventuell. Ja, ich bin gespannt. So. Strom brauchen wir, glaube ich, auch noch. Da ist noch nichts angeschlossen. Jawohl. Machen wir direkt mit Conductive Wire. Die Tür müssen wir, oder diese... Doch, die Tür müssen wir nicht anschließen. Die ist eigentlich egal. So. Gut. Das ist angeschlossen. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Sache, die ich ändern möchte. Und zwar möchte ich hier jetzt eine Art Kühlkreislauf einbauen, weil das Ganze eigentlich nach außen hin tatsächlich abgeriegelt sein soll, mehr oder weniger. Deshalb vielleicht baue ich hier sogar isolierte Teile, wobei es ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Aber bei oben an der Decke mache ich es vielleicht doch. Schaden kann es nämlich eigentlich nicht. So. Komm, dann baue ich gleich ganz fertig. So, die muss ich entsprechend neu bauen. So, bauen wir es zur Sicherheit einfach ganz isoliert. Wie gesagt, sollte jetzt nicht stören soweit. Und ja, dann möchte ich hier eben einen Kühlkreislauf bauen, damit wir dann das Geysirwasser schön runterkühlen können. Das heißt für uns, dass wir hier Liquid Pipes brauchen, eigentlich Radiant Liquid Pipes, aus Gold am besten. Können wir hier hoch, runter, das soll, glaube ich, genau passen. Zack, 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 zack. Und zack. Jetzt haben wir hier ein Problem, weil da dieser Output-Vent ist. Der muss entsprechend weg. Den können wir nicht mehr gebrauchen, leider. Da müssen wir uns dann was anderes zu überlegen. Kriegen wir aber auch noch hin. So, da muss ich, glaube ich, hier den...
Die Leitung, die hier ist, ist doch eine. Ah ne, das ist eine Radiant Pipe. Okay, dann passt das eigentlich. So, da haben wir nämlich hier unsere Kühlschleife. Und dann will ich das hier mit einem Thermo-Aquatuner runterkühlen. Besten aus Gold, damit er auch ein bisschen warm werden kann. So, die Richtung ist eigentlich egal. So, perfekt. Dann wollen wir nämlich hier das Ganze immer schön runterkühlen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, hier machen wir es dann isoliert. Ich weiß noch gar nicht, was wir als Kühlflüssigkeit nutzen wollen. Ja, sowas wie Petroleum sollte eigentlich absolut ausreichen. Ich denke mal, dass sie da Petroleum reinfüllt. Dann ein Liquid Reservoir mit, oder aus Goldamalgam auch. Ah, jetzt haben wir hier ein Problem. Ja, ich meine, ist jetzt kein großes Problem. Ist nur ein bisschen unschön vom Layout, aber ist egal. Dann kann man nämlich das Ganze hier anschließen. Isoliert. Einmal hier und einmal entsprechend so. Nein, halt, das ist jetzt genau falsch. Ups, Moment. Wir brauchen eine Leitung nach dort. Und dann eine so hoch. Jawohl. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen schönen Kreislauf, wobei es ist noch nicht ganz richtig. Das ist noch nicht ganz so, wie ich es haben will. Wir müssen mal ein bisschen bearbeiten. Okay, der kann hier hin. Können wir den theoretisch drehen? Ja, könnten wir, aber jetzt haben wir ihn schon so gebaut. So rum. So, und jetzt brauche ich hier... Wird ein bisschen... Okay. Na, ich habe ja was Spezielles vor. Also, wir bauen hier aus einem Liquid Bridge. So. Halt, es geht andersrum, als ich denke. Mensch. Moment, ich breche das hier nochmal alles ab. So, ich muss es nochmal abändern, weil ich mich sonst zu sehr verwirre. So. Gut, Moment. Jetzt nochmal, ganz langsam. In welche Richtung geht's jetzt? Ich will eigentlich, dass hier das kalte Wasser reingeht, glaube ich. Wobei, eigentlich wäre es sogar so rum praktischer. Aber es ist relativ egal. So, Moment. Dann bauen wir vielleicht dort ein Reservoir, weil... Nein, das geht da rein. Ja, komm, dann baue ich so. So, Reservoir kommt da hinten hin. Hier kommt der Input zum Reservoir. Und dann benötige ich mit etwas Abstand so eine Liquid Bridge in diese Richtung. Ja, ich baue es mal so rum. So, dann brauchen wir bei Utilities den Thermo-Aquatuner. Den drehen wir einmal, dann passt er nämlich eigentlich perfekt. So, das ist ein bisschen unnötige Leitungslänge, aber ist egal. Dann gehen wir nämlich hier rüber. Hier kommt der Output. Dann geht es hier lang. Und entsprechend hier lang. Das bedeutet, wann immer der Aquatuner an ist, geht alle Flüssigkeit in den Aquatuner. Und ansonsten kann es aber den Aquatuner auch ignorieren, sag ich mal. So, perfekt. Dann, was wird hier für eine Insulated Pipe? Okay, das ist richtig. Puh, okay, das ist der Aufbau zunächst mal. Wir müssen hier jetzt aber noch ein bisschen verschalten. So, und zwar ist die Idee, dass wir den Aquatuner ausschalten, wenn die Flüssigkeit zu kalt wird. So. Ich hätte eigentlich die Isolierung aus Keramik bauen sollen. Na, kann ich gleich nochmal machen. Das wäre geschickter gewesen. Naja, weil die Keramik isoliert noch deutlich mehr und wir haben eigentlich eine Menge Keramik. Ja, werde ich gleich nochmal austauschen. Aber ist das nicht so wichtig, werde ich wahrscheinlich dann auch wieder rauscutten, wenn ich das mache. Aber zunächst mal brauchen wir eben diese... die Logik hier hinter. Jetzt ist die Frage, wie ich das am besten
Steuer. Eigentlich möchte ich erkennen, wie warm die Flüssigkeit in der Pipe ist. Dafür gibt es da spezielle Sensoren. Hier unten, das ist der Liquid Pipe Element Germ Thermosensor. Den brauche ich. In aus Gold am besten. Und ist halt die Frage, wo erkenne ich, welche Temperatur die Liquid hat. Vielleicht hier so am Anfang. So. Man kann die Logik hier auch noch deutlich komplexer bauen, aber ich habe fürs Erste reicht mir das hier. Das heißt, der geht dann, oder wir steuern den dann so, dass er entsprechend an ist, bis wir eine bestimmte Temperatur erreichen und dann kann er ausgehen. So, und die Temperatur, die wir erreichen wollen, ist so bei, ja, vielleicht 20 Grad Celsius oder so. Damit wir dann entsprechend, wenn dieser Geysir ausbricht, richtig schnell das Zeug nach draußen transportieren können. Das wäre schon ziemlich schnieke. Was natürlich auch praktisch ist, dass wir hier einen Liquid Rock quasi frei Haus haben. Da wir das hier so aufbauen. Ist auch nicht schlecht. So. Hier möchte ich entsprechend Tiles bauen, damit das auch alles schön mit Tiles entsprechend ausgekleidet ist und nicht hier irgendwie noch komischer Schleim rumhängt. Das ist irgendwie nicht so schön. So. Entsprechend, ja, eigentlich ist auf Priorität 7. Eigentlich soll das nach und nach gebaut werden. Aber gut, das dauert wie immer ein bisschen. So, gerade ist irgendwie kein Gold da, muss ich ein bisschen warten, weil wir brauchen da oben noch einen Stromanschluss. Was wir auch brauchen, ist da drin erstmal noch eine Gaspumpe. Die wir am besten an- und ausschalten können, manuell erstmal. Beziehungsweise können wir das auch rausschicken. Ja, das geht eigentlich. Dann baue ich die auf jeden Fall aus Gold. So, die kommt dann irgendwo hier rein, wo Platz ist, hier zum Beispiel. Das ist nicht so spannend eigentlich, das geht einfach nur hier nach draußen, vielleicht noch einen Tick weiter hier und dann am besten in einen High Pressure Vent. So, das wird es aber, da fehlt auch wieder das Gold. Na gut. Was wir schon mal planen könnten, wäre, wie wir hier Petroleum in diese Kühlschlaufe oder ja, in den Kühlkreislauf reinbekommen. Aber wir haben ja eigentlich Petroleum hier direkt schon, das heißt, es sollte nicht so arg kompliziert werden. Eigentlich das Einzige, was wir machen müssen, ist hier ein bisschen abzuzapfen. Aber ich glaube, ich baue uns hier noch was Kleines rein. Und zwar einen Valve oder einen Shut-Off. Ja, eigentlich ein Shut-Off. Ja, es fehlt immer noch das Zeug. Na gut, dann mache ich erstmal hier weiter. Mit einem Abstand. Und dann wird das entsprechend hier in diesen Kreislauf rein. Ah, Mist, wir kommen da nicht durch. Okay, doch etwas komplizierter noch, aber ja, nicht viel. Wir müssen einfach nur eine Brücke einbauen. In diese Richtung. So, gut. Ist vielleicht auch besser tatsächlich, wenn wir da noch eine Brücke... Wobei, wir haben ja den Shut-Off, dann ist es eigentlich egal. Aber wir brauchen die ja, um da über diese eine Leitung rüber zu bridgen. Gut. Wird jetzt auch alles fleißig gebaut. Petroleum wäre dann in der Theorie auch schon bald da. Unser Goldvulkan läuft auch wieder. Hier haben wir eigentlich auch eine Menge Gold. Das muss nur mal wieder abgeholt werden. Der hat nämlich hier gerade keinen Strom. Naja, naja. Achso, wir haben für die Radiant Pipe haben wahrscheinlich das ganze Gold gebraucht. Aber egal, die sind auch wichtig. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein schöner Radiator, wenn man so will. Also gefällt mir schon ganz gut. Sieht sehr professionell aus. So, Petroleum ist auch wirklich gut, weil dadurch können wir, haben wir hier echt viel Möglichkeiten, weil es im Vergleich zu Wasser viel länger flüssig bleibt. In beide Richtungen sogar. Von dem her, das ist eigentlich sehr praktisch hier, Petroleum als Kühlflüssigkeit zu nutzen. Nur ist es anfangs wahrscheinlich relativ warm. Könnte ich mir vorstellen. Dass wir hier so im Bereich von, ja, okay, 44 Grad, das geht sogar noch. Reicht auf jeden Fall, um den Steam runterzukühlen. Das ist eigentlich kein Problem. So. Ah, wir haben wieder ein bisschen Gold. So, dann kann ich nämlich hier einen High-Pressure-Vent bauen. So, was brauchte ich noch? Ich wollte da oben noch irgendwelche... Der Sensor ist da schon verbunden. Ich muss ihn eh erstmal einstellen. Das heißt, er ist aktiv, wenn wir über 20 Grad Celsius sind. So. Es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil gerade nichts drin ist. Deswegen misst ihr hier im Endeffekt den Nullpunkt. Aber sobald wir hier Flüssigkeit durchlaufen haben, funktioniert das natürlich.
Ah ja, okay. Jetzt bricht er ja auch gerade aus. Ja, wir können gerade nicht so gut runterkühlen, weil das Ganze noch nicht läuft. Aber bald wird die Kühlung richtig gut funktionieren, denn wir brauchen kühles Wasser, zum Beispiel für unsere Pflanzen hier. Wenn wir die mit 20 Grad kaltem Wasser ja, gießen, dann haben wir überhaupt keine Temperaturprobleme mehr. Dann brauchen wir auch die Resource dann nicht mehr. Wo wir eine Resource brauchen könnten, wäre dann hier. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Oder auch eine Art Liquid Lock wäre da super. Baue ich einfach mal ein bisschen auf. Weil dann könnte ich hier schön Hydrogen reinfüllen. Und dann können wir hier mit Hydrogen runterkühlen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Die Frage ist natürlich, wie viele Resorts brauchen wir, um hier auf eine gute Temperatur zu kommen. Ich meine, das ist ein Geysir. Eigentlich sollte man da nicht viel brauchen. Ich hoffe jetzt mal, dass... Also zwei, würde ich sagen, sollten auf jeden Fall reichen. Ja, einfach mal drumrum, ne? Ein links und rechts. Gerade wenn wir Hydrogen drin haben, weil dann kühlen die nochmal besser, die Resorts. Wobei wir die eigentlich auch fast steuern sollten, dass die nicht zu kalt werden. Das machen wir dann vielleicht hier oben erst dicht. Ja, ich glaube, das mache ich gleich. Wenn, dann bauen wir es gleich richtig, ne? Nicht keine alten Sachen hier. So, dann bauen wir dann jetzt nämlich so. Da drauf kommen dann zwei Blumenpötte. Wo dann entsprechend die Resorts reinkommen. Und dann brauchen wir da nur noch einen Thermosensor. So, das wird jetzt schon wieder sehr... schwierig mit dem Gold. Muss man wieder ein bisschen warten. Na, schade. Ich glaube, ich kann es nicht mit Keramik überbauen. Das heißt, dann breche ich den Bau vielleicht doch nochmal kurz ab. Jetzt müssen wir uns nur den Aufbau merken, aber das wird eigentlich nicht so schwierig. Ich glaube, da weiß ich ungefähr, wie das aufgebaut werden muss. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Dann können wir nämlich hier direkt die richtigen isolierten Pipes bauen. Schön mit Keramik, weil das isoliert echt nochmal deutlich besser. So, dann geht das nämlich hier hoch. Dann bauen wir auch eine Liquid Bridge aus Keramik. Die dann entsprechend in diese Richtung verläuft. Das läuft dann hier runter und auf den Rest müssen wir erstmal warten, weil er noch abgebaut werden muss.